Lieber Schütze, herzlich willkommen zu deinem Februar 2024 Taroskop. Schauen wir uns hier in diesen Videos an, wie sich dein Februar gestalten möchte, energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Was hält er für dich bereit? Was ist wichtig? Ausschlaggebend. Gleichermaßen aber auch, was ist eventuell am besten ganz außer Acht zu lassen. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version mit mehr Details, mehr Infos und Botschaften aus der geistigen Welt. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Der Schütze im Februar. Es ist kalt. Ich weiß nicht, ob in dir drin oder im Außen. Was wäre, wenn die Handbremse plötzlich nicht mehr angezogen ist? Du nicht mehr mit angezogener Handbremse dein Leben lebst. Das wäre ganz wunderbar, denn somit kann aus dir herausquellen, sprudeln die Kreativität. Gut möglich, lieber Schütze, dass du im Februar eine ganz neue Seite an dir entdecken darfst. Schreiben, malen, singen, kreieren. Der Geist darf sich öffnen, der Geist darf sich reinigen, der Geist kriegt Input. Und gut möglich, dass du einem Menschen begegnest, der ein Leben lang an deiner Seite bleiben wird. Hört sich sehr spannend an. Dann, lieber Schütze, ich muss kurz was nachschauen. Ein Wasserzeichen für dich ausschlaggebend. Fisch, Krebs, Skorpion. Mit diesem hattest du einst ein Bündnis. Hast du es immer noch? Wie möchtest du dieses Bündnis weiterleben, weiterlaufen lassen? Fragen über Fragen. Du wirst nicht die Kristallkugel fragen, sondern du wirst Innenschau abhalten und mal ganz genau hineinspüren, was du eigentlich möchtest. Auch gut möglich, dass du dich plötzlich für Poesie und Dichter, verschiedene Dichter interessierst, dich in Poesien wiederfindest, sie dir aus dem Herzen sprechen. Literatur sehr ausschlaggebend für dich. Wer steht bei dir, neben dir, hinter dir? Wer ist voll in Tune? Wer gibt dir Rückendeckung? Auch das eine ausschlaggebende Frage. Doch schauen wir uns die Hauptenergie für den Februar an. Was steht dir zur Verfügung? Hui, da kam sie schon. Wunderbar. Gut möglich, dass ein Widder an deiner Seite steht, du an einen Widder gelangst. Vielleicht ist das der Mensch, der dir ein Leben lang zur Seite stehen wird. Auch gut möglich, Vaterthemen, ich glaube, das hatten wir schon mal bei dir, lieber Schütze. Vielleicht lernst du deinen Vater jetzt erst richtig kennen, ganz egal, ob er noch im Hier und Jetzt ist oder schon im Jenseits. Du hast Vaterthemen, sei es deine eigenen, wie auch mit deinem eigenen Vater. Du darfst sehr viel erkennen, du setzt dich sehr viel damit auseinander. Auch die männliche Rolle, die Schöpferrolle, die ganze maskuline Energie, das maskuline Energiefeld des Tatendrangs, der Handlung, auch der Härte. Und vielleicht findest du über die Literatur Zugang dazu. Falls du selbst Vater bist,
auch und eben eigene Kinder hast, wirst du deine Vaterrolle unter die Lupe nehmen. Was gibst du deinen eigenen Kindern mit? Es geht nicht darum, bin ich ein guter Vater, bin ich ein schlechter Vater, um Gottes Willen, sondern einfach, ja, den Kompass neu auszurichten, zu sagen, was ist mir das Wichtigste, das ich meinen Kindern mit auf den Weg gebe. Und falls du weiblich bist und mir hier zuschaust, wirst du über deinen eigenen Vater nachdenken, dort hineinspüren und erkennen, was ist das Essentielle, außer dass er dir das Leben geschenkt hat. Was ist das Essentielle, was er dir als Vater mitgegeben hat? Wow. Aber der Februar, abgesehen von Vaterthemen, wird für dich sehr konstruktiv, voller Inspirationen und vor allem out of control, lieber Schütze. Einiges wird sich überschlagen, ist außerhalb deines Kontrollsystems. Wir können sowieso nichts kontrollieren, ist sowieso nur ein Trugschluss. Aber lassen wir dich in dem Gedanken, dass du Kontrolle hast. Jedenfalls, du wirst erkennen, über gewisse Dinge hast du keine Kontrolle. Der Februar. Sie sagen, die Dinge ergeben sich so, wie sie sich halt ergeben. Der Zahn der Zeit, die Zeichen der Zeit. Werde aktiv, sobald du die Zeichen wahrnimmst. Kinderfotos aus deiner Jugend vielleicht, aus deinem Kleinkindalter ausschlaggebend. Vielleicht irgendwo im Keller oder im Dachboden. Ja, definitiv. Du hast jemanden an deiner Seite, der dir sehr gönnerhaft unterstützend zur Seite steht. Sogar der dir etwas geschenkt hat, hinterlassen hat. Ein Gönner. Okay. Die Frage ist, dieser jemand, vollkommen egal wer das ist, kann auch ein Freund sein, der dir schlichtweg irgendetwas hat zukommen lassen, emotionelles, materielles, vollkommen egal, versteifen wir uns nicht darauf. Anhand dieses Beispiels, dieses Menschen, Spiegelbild, bist du ein Gönner jemandem gegenüber oder hast du Angst, dass du zu viel gibst, dass du zu wenig hast, dass zu viel von dir genommen wird? Gerechtigkeit. Du, lieber Schütze, hast das Gefühl, dass du viel zu viel gibst, viel zu viel tust und du grenzt dich ab. Sie sagen, die Wege des Herrn sind unergründlich. So auch die verschachtelten, labyrinthischen Gedanken unseres Egos. Lese zwischen den Zeilen. Ja. Irgendetwas, das Unvorhergesehene, wird dir verweigert. In den meisten Fällen wird es etwas Materielles sein, bei manchen emotionell, im Zwischenmenschlichen. Jedenfalls irgendetwas wird dir verweigert. Der Schütze, er spannt seinen Bogen, um den Pfeil abzuschießen. Da kriegt gleich mein Reizhusten, denn schau genau hin. Lass dein Ego raus. Schau genau hin. Wo hast du eigentlich dich selbst verweigert? Nicht nur dich selbst verweigert, sondern dich selbst gar nicht eingebracht. Das Universum klopft trotzdem immer und immer wieder an. Es kommt mir nichts, dir nichts, ganz unerwartet jemand auf dich zu. Dieser jemand meint es gut
meint es ernst. Es ist eine Botschaft, eine fundierte Botschaft, eine solide fundierte Botschaft. Doch, gut möglich ein Angebot, ein praktisches Angebot. Doch wenn du auf Abwehr bist und dir denkst, ich gebe nichts mehr her, ja, dann kann es sein, dass du was verpasst. Drum, schau genau hin, es wurde dir so viel geschenkt bisher. Es ist immer eine Sache der Ausrichtung. Warum verweigerst du dich deinem Leben? Warum bist du nicht im Flow? Warum bist du nicht offen für Neues? Kontrolle. Doch plötzlich, ganz plötzlich, ein Ereignis überschlägt sich, das nächste kommt und schwuppdiwupp. So viel zu tun, so viel Staunen. Mach den Mund zu, vor lauter Staunen. Und die Ereignisse, die sich überschlagen, lassen dich die Kontrolle verlieren. Du hast gar keine Zeit mehr zum Nachdenken. Das ist gut so, denn das Universum wird dich genau dorthin verpflanzen, wo du hingehörst. Durch diesen Menschen, der da auf dich zukommt. Und die Idee, die daraus entspringt, lieber Schütze, ist mitunter die beste Idee deines bisherigen Lebens. Wir machen weiter im Extended, schauen uns noch intensivere Details an. Botschaften aus der geistigen Welt. Bis gleich, wir warten dort auf dich. Ciao!